Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Wir werden mal schauen, was da hinten ist. Ich habe letztes Mal der komische rotierende Whatever eingestellt. Und jetzt schauen wir mal, was dahinter ist. Pflanze. Sehr interessant. Das Ding finde ich auch sehr interessant, dass das immer wieder spawnt. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht täglich, aber es ist trotzdem nervig. So, stirbst du bitte auch mal? Ich werde sehr verbunden. Immerhin, das Gute an der Sense ist, dass quasi man kann jemanden angreifen und die können nicht von hinten kommen. Also ich meine, weil wir könnten immer, wow, wir haben immer rundum quasi greifen wir an. Das heißt, Gegner können nicht von hinten kommen, wenn wir unsere Sense verwenden und uns Schaden machen. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es schaffen. Jedenfalls mit Nahkampfattacke. Überschwemmter Pass. Kann mir mal jemand verraten, wieso das da plötzlich so idyllisch aussieht? Ja. Wow. Ups. Oh, oh. Nein, also immer. Wow, Junge, nein, holy shit. Okay, wir merken es, wir werden den nie angreifen lassen. Wow. Und darum werden wir das so schnell wie möglich kaputt machen. Das geht mit dem Schwert. Mann, der sieht so eklig aus. Oh, oh. Okay. Alles ist gut. Alles ist Paletti. Fullcreme. Dort hinten. Komm ich wahrscheinlich rundum. Gehen wir mal da ab. Was ist? Wahrscheinlich muss ich da noch gar nicht an. Kann ich jetzt trotzdem mal ab. Komm ich da wieder rauf? Das sieht gerade nicht so aus. Well. Let's swim, würde ich sagen. Zum Glück hat man da keinen Atem. Oh. Es gibt tatsächlich unter. Es gibt Unterwassergegner, holy shit! Und Unterwasser-Combat ist. Nicht schlecht! Das gibt's relativ selten. Weil Unterwasser-Combat ist halt immer so eine Sache. Du hast halt. Steuerung ist ein bisschen anders, du musst können. Du hast drei Dimensionen, die du musst können bewegen. Das heißt. Dass das Combat an sich dann auch gut ist, ist meistens noch eine zusätzliche Herausforderung für den Entwickler. Und damit hat es aber gar nicht schlecht gemacht. Da ist nicht okay. Oh. Aber die kommen dafür aus dem Nicht. Das finde ich auch sehr interessant. Da ist noch mehr, ja. Gut. Dann gehen wir mal da rauf. Ich habe das Gefühl, irgendwas hat es da. Irgendwas hat es da. Also dann haben wir mal eine Kiste. Komm ich da rüber? Ja, komm ich. Let's open this Kiste. Dankeschön. Dann komme ich da wieder zurück. Das ist die viel bessere Frage. Tatsache komme. Gehen wir mal da rauf. Mal schauen. Was soll das bitte darstellen? What the fuck? Muss ich wieder komische Schattenwesen jagen? Also ich hoffe, ihr seht das auch. Das ist so ein komisches Ding, das unsichtbar ist. Und ja. Sehr, sehr interessant.
Tun wir mal Karten anschauen. Ich bin da. Da jetzt komische Röhre. Da hinten irgendwo ist der Wulgrim. Wo ich jetzt einfach mal zuerst mal mit dran bin. Boah, let's tauchen. Okay. Da kommen wir rauf. Ah, da hat's. Typi. Wollen wir wahrscheinlich wieder mit dem Schattenwesen jagen. Wie hätte es auch so anders sein. Immerhin weiß ich. Okay, hallo. Frag mich. Irgendwie nicht so. Und stirb. Der hätte nicht gewusst, was ihn trifft. So, dann wir mal das Tor da befragen. Hast du das schon gesehen? Schon. Irgendwie. Ah, das sind natürlich verschiedene passive Fähigkeiten, cool. Block gegen Angriff. Kann ich wissen, dass wir das haben. Irgendwo hätte es doch. Erstmal, wir können den zweiten. Oh Gott, ich kann kurz ein bisschen nüssen, tut mir leid. Wo haben wir schon wieder können. Dings einstellen? Ah, da. Ah, genau. Ah ja, was. So kann man. Word. Now tell me what you want. Hallo Steinriese. Vergib mir, Freund. Ich würde dich durchlassen, läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Finde heraus, ja, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Also wir wissen ja schon mal, wo eins von diesen Viechern ist. Was sehr positiv ist, dass wir jetzt nicht wirklich suchen. Da hinter, glaube ich, ja. Dann laufen. Nochmal eins auf. Ah, jetzt kommen wieder so komische Trials, wo wir mit irgendwas komisches machen. Let's do it! Swing! Oh Gott. So, was ist da mal? Hoffentlich nichts, wo ich Schaden nehme oder auf Zeit ist. Also auf harte Zeit. Ich meine, die sind fast alle, glaube ich, auf Zeit gewesen, aber. Ich meine, es wäre doch toll, wenn sie nicht auf Zeit wäre, aber. Sie ist wahrscheinlich auf Zeit. Kriegszonen töten sie innerhalb der folgenden Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaos gestaltet. Wir freuen uns darauf, wenn das Bonus sehen gut geschrieben. Okay. Wie viel Zeit haben wir? Bitte sag mal, dass meine Anzeige am Anfang schon gefüllt ist. Okay, es ist dauerhaft gefüllt, vielleicht. Okay, das finde ich schon mal. Oh, holy shit, was ist das für das Viech? Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Wow. Das hat glaube ich nicht zählt. Holy shit, ich habe 5 Minuten und ich muss immer wieder Viecher killen. Willst du mich verarschen? Damit ich wieder in meine Chaosgestalt komme. Oh Gott, das könnte ja ewig dauern. Okay,
vielleicht noch nicht so ewig. Wow. Please. Oh, nice. Was? Das Viech muss ich so killen? Zählt das? Ich kann es gar nicht glauben. Aber, das Komische ist, dass ich so killen muss. Oh Mann, das könnte. Oh Gott, das wird nicht. Das kann ich ja jetzt schon sagen. So mühsam. Ja, spawnen wir noch nicht mehr. Schlechter. Schön. Ja, mehr, kommt schon mehr, noch mehr, viel mehr. Was ist schon alle da? Das finde ich nicht geil. Holy shit, die Viecher wollte ich eigentlich nicht so bekämpfen. Komm schon, ich muss noch mal ein bisschen Chaosgestalt sammeln. Yes! Bam! Schluck das! Oh Gott, wisch ein fetter Klops. Okay, hier noch. Komm schon, das schaffe ich doch noch. Komm schon, ja! Nein! Eine! Autsch! Das habe ich eigentlich nicht wollen. Komm schon! Was bist du für eine komische Schlange? Das hat nämlich die ganze Zeit gefragt. Oh Gott. Okay, aber immerhin weiß ich, dass es was wird. Weil ich, wenn ich jetzt nicht sterbe. Das ist natürlich die einzige Voraussetzung. Nicht sterben. Aber nicht sterben ist generell immer ein guter Plan. Wow. Yes! Bam! Gut. Clean! Geschafft! Nice! Und wir bekommen Seelen für die restliche Zeit. Huh! Das ist. Hui! Sehr interessant gewesen. Ausgezeichnet! Ja, ich weiß. Einmal Zorn. Einmal Seele, also Gesundheit. Sammelt die ganze auf. Oh, krass. Nice. Also, das Viech haben wir jetzt schon mal geschafft. Das ist sehr positiv. Aber jetzt der Neues. Irgendwo der Titel. Gehen wir mal dort rauf. Oder gehen wir da rauf? Gehen wir mal da rauf. Ich weiß noch nicht, wo das anführt, aber es sieht aus, als geht es in die richtige Richtung. So denke ich mal, ist es die richtige Richtung? Das sieht sehr nach der richtigen Richtung aus. Ja, das ist die richtige Richtung. Gehen wir mal schauen, wie lange das da hier könnte dauern. Ansonsten würde ich die Folge jetzt schon beenden. Oder ich glaube, die Folge jetzt schon beenden. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Darksiders. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar da oder ein Like. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, ein Dislike. Oder keine Ahnung, mache doch gar nicht. Ja, bis zum nächsten Mal bei Darksiders. Tschüss.